und das Ganze zwei Blöcke hoch. Hey Leute, cool, dass ihr hier reinschaut und herzlich willkommen zu einem weiteren Haus-Tutorial. Und es gibt diesmal ein mittelgroßes Haus, was ich persönlich mal wieder richtig cool finde. Und genau das Ganze seht ihr hier schon einmal vor mir und ich fliege hier einmal außen rum, damit ihr euch alle Seiten hier einmal angucken könnt. Und ohne Witz, ich finde dieses Mal das Haus, das ist wirklich von allen Seiten irgendwie richtig cool geworden. Also von vorne hier haben wir einmal dieses Haus mit diesem Bogen, dann rechts hier die kleine Garage daneben und hier, ich habe euch das hier gerade schon gezeigt, hier hat man nochmal so einen kleinen Blumenbereich und hier so einige moderne Fenster und hinten nochmal dieser Rahmen und auf dieser Seite auch nochmal so zwei kleine Fenster. Also wirklich, ich finde das Haus richtig cool und von innen, ich habe das jetzt überhaupt nicht eingerichtet, aber ihr merkt schon direkt, man hat hier eigentlich genug Platz, um sich alle möglichen Dinge hier einzurichten. Man hat hier sogar noch ein zweites Zimmer, also diese Garage. Hier kann man aber theoretisch auch so eine kleine Werkbank und so etwas hinstellen, also sich so einen kleinen Arbeitsbereich schaffen. Das wäre, glaube ich, auch ganz passend in der Garage. Und genau, also insgesamt wirklich ein richtig cooles Haus, wie ich finde. Und das Ganze wollen wir jetzt einmal zusammen nachbauen. Ich habe wie immer das Flaus HD Texture Pack und den Ruder Place Shader Mod, alles unten verlinkt in der Videobeschreibung, also da könnt ihr das Ganze nachschauen. Und dann würde ich sagen, fangen wir an, das Ganze nachzubauen. Natürlich erstmal die Materialien, die wir brauchen. Ich habe mal wieder rissige Ziegelsteine benutzt, Quarzblöcke habe ich benutzt, Birkenholztüren, die wir eigentlich direkt auch schon platzieren können, hellblaues Glas, dann Tageslichtsensoren für das Dach und ansonsten noch so ein paar Kleinigkeiten. Ach so, ja, Steinstufen sind auch sehr wichtig und der Rest, das ist mehr oder weniger Deko eigentlich nur. Und genau, ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Und zwar haben wir jetzt die Tür einmal schon gesetzt und dann fangen wir an, die einmal mit Quarzblöcken zu umschließen, also so einen Rahmen da drum zu bauen und dann links daneben noch einmal drei Blöcke Quarz dorthin zu setzen und rechts daneben auch das gleiche, auch nochmal Quarz. Dann kommt hier einmal zwei Glasscheiben hin, hellblaue Glasscheiben und rechts daneben schon wieder ein Quarzblock und den ziehen wir dann hoch bis auf diese Höhe und verbinden das Ganze hier so einmal und setzen dann hier auch Glasscheiben ein. Dann als nächstes nehmen wir uns rissige Ziegelsteine und setzen die hier links neben der Tür und rechts neben der Tür hin und ziehen das Ganze hoch und zwar auf eine Höhe von 5 insgesamt. Also einen Block haben wir schon, dann haben wir jetzt 2, 3, 4 und 5. Und das Ganze hier rechts dann auch und dann ziehen wir das hier einmal so rüber und diesen Bereich hier hinter, den füllen wir dann auch einmal komplett mit Quarz, beziehungsweise den hier müssen wir einmal abreißen, der kommt weg. Und genau, so. Dann können wir eigentlich schon Steinstufen nehmen und die einmal hier links draufsetzen, eine Steinstufe. Und die dann auch hier rausziehen, und zwar zwei Blöcke raus. Links daneben noch einmal genau das gleiche, also dass es hier einmal über diese Wand hinausguckt nach links. Dann ziehen wir hier eine Stufe drauf. Also hier seht ihr, das muss eine Stufe jetzt hochgehen. Hier kommt eine Stufe dran. Und da hinten eine Stufe rein und hier eine Stufe dran. Und dann geht es wieder eine Stufe nach oben. Und dann gehen wir hier nach rechts wieder weiter. Und dann geht es jetzt wieder eine Stufe nach oben. Das heißt, hier setzen wir eine Stufe dran und ziehen die hier nach vorne raus.
Und hier hinten setzen wir dann einen Quarzblock hin und ziehen den auch nach rechts, also bis hier hinten dran. Dann nehmen wir uns wieder Stufen und ziehen hier nochmal eine Schicht da dran, also dass es immer so zwei Stück sind. Und hier kommt jetzt wieder auf diese Wand eine Stufe drauf, rechts daneben auch und rechts daneben noch eine, also dass man drei Stück in einer Reihe hat. Und die ziehen wir dann auch nach außen auf die gleiche Höhe wie diese ganzen anderen Stufen. Und von der Seite aus gesehen müsste das Ganze jetzt so aussehen. Dann als nächstes nehmen wir uns wieder rissige Ziegelsteine und fangen an, diesen Bogen, den wir hier gesetzt haben, den müssen wir jetzt einmal nach hinten wegziehen. Und zwar insgesamt müssen das 8 Blöcke sein, die nach hinten weggeht. Also mit dem, den wir jetzt schon haben. Das heißt, 7 weitere setzen wir dran. Ich zähle den jetzt in der Ecke schon mal mit. Dann haben wir jetzt 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und hier das gleiche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann verbinden wir das Ganze hier einmal. Den Block, den müssen wir dann nochmal abreißen und mit rissigen Ziegelsteinen ersetzen. Und die ziehen wir dann auch einmal bis hier hindurch. Und dann gehen wir hier einmal an den Boden dran und das gleiche mit dieser Ecke auch. So dass die hier den Boden berührt. Und das lassen wir dann erstmal frei. Also dann haben wir hier dieses Feld auf jeden Fall schon mal. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns als nächstes wieder Quarzblöcke und gehen auf die linke Seite von vorne aus gesehen. Und hier haben wir jetzt eine Schicht von Quarz. Das ist diese Wand, die hier durchkommt. Und die ziehen wir jetzt nach links hier auf dem obersten Quarzblock weg, bis wir hier sind, auf dieser Höhe. Und verbinden die dann mit dem Boden. Dann lassen wir einen Block frei und setzen hier 2 Blöcke hin, da drüber nochmal 2 Blöcke und dann links und rechts hier ein Fenster ein. Dann sieht das Ganze so aus. Dann als nächstes nehmen wir uns Steinstufen und ziehen die hier einmal drauf. Und zwar so weit, dass das hier einen weiter rausgeht als diese Wand. Also dass es hier sozusagen mit diesen Steinstufen abschließt. Und diesen ganzen Bereich, den können wir dann eigentlich auch direkt schon mit Glasscheiben ausfüllen. Hier haben wir jetzt nämlich so ein riesiges Fenster. Und dann würde ich sagen, machen wir als nächstes hier mit der Garage weiter. Und dafür brauchen wir dann mal wieder rissige Ziegelsteine. Und die setzen wir jetzt nicht direkt neben die Wand, sondern wieder quer davor gesetzt. Hier setzen wir 1, 2, 3 Blöcke hin. Dann lassen wir 3 Blöcke frei und setzen hier 2 Blöcke hin. Und von hier aus ziehen wir das jetzt einmal bis hierhin rüber, aber wir verbinden das nicht. Also hier bleibt so eine Ecke drinne. Genau, dann sieht das Ganze so aus. Und dann können wir eigentlich schon mal das Ganze hier nach hinten wegziehen. Und das müssen jetzt insgesamt 6 Blöcke sein, die das weit geht. Also einen haben wir schon, dann machen wir jetzt 2, 3, 4, 5 und 6 daraus. Und das Ganze 2 Blöcke hoch. Also dass wir hier so eine Wand erstmal haben. Dann würde ich sagen, machen wir hier auch mit den Steinstufen weiter. Und zwar hier ganz rechts, hier wo dieser Knick ist. Hier setzen wir jetzt eine Stufe drauf. Und ziehen die nach vorne weg. Rechts daneben noch eine Stufe. Dann kommt hier dran eine Stufe an diesen Block. Und hier noch einmal. Und dann hier oben drauf. Und hier oben drauf. Und das Ganze dann auch einmal nach vorne gezogen. Dass wir hier insgesamt 3 Stufen haben. Und dann ziehen wir das Ganze hier einmal weiter. Ups. So. Und hier nehmen wir uns dann auch wieder rissige Ziegelsteine und müssen jetzt insgesamt 4 Blöcke nach rechts gehen, dass wir auf der gleichen Höhe sind wie dort und machen das Ganze so. Also links nochmal einen drauf und hier nochmal einen drauf. Und hier kommt dann so ein kleines Fenster rein. Und dann hier nochmal komplett rissige Ziegelsteine drüber. Also so. Und dann nehmen wir uns wieder Steinstufen. Wir ziehen die hier nochmal ein Stück weiter raus,
Dann kommen hier zwei Stufen dran und hier oben dann wieder Stufen drauf, die wir dann einmal rausziehen. Und dann verbinden wir die hier hinten einmal. Also das heißt, hier kommen noch Stufen hin und hier ziehen wir auch Stufen hin bis hier. Dann nehmen wir uns als nächstes Quarzblöcke und wir gucken jetzt von innen einmal hier drauf. Also hier haben wir dann diese Garage und von innen aus, wir setzen jetzt an dieser Wand quer davor hier einen Quarzblock hin und ziehen den hoch bis auf diese Höhe von da und verbinden das Ganze dann einmal so. Und hier drunter verbinden wir das dann auch einmal, dass man von außen hier keine Lücke hat, sondern einfach eine massive Wand. Dann als nächstes ziehen wir hier nochmal eine Wand weiter nach oben. Dann kommt hier unten ein Block dran und rechts daneben noch einen. Und hier gehen wir dann auch wieder hoch und verbinden das. Und hier haben wir dann ein Fenster, das hier reinkommt. Also so ein Fenster, so ein hochgezogenes. Dann geht es hier um die Ecke. Und hier machen wir das so, dass wir drei Stück hier unten hinsetzen und dann rechts einmal ganz nach oben gehen und das hier so verbinden. Und in der Mitte verbinden wir das dann auch noch einmal und den Rest füllen wir dann hier mit Glas. Das heißt, dass wir hier so zwei solche Fenster haben. Und hier ziehen wir das Ganze auch noch einmal hoch bis auf diese Höhe. Dann nehmen wir uns als nächstes wieder Steinstufen und ihr seht hier schon, wir haben diese drei Stufen nebeneinander und die ziehen wir dann einmal nach vorne weg, bis wir auf der Mauer sind und dann genau hier auf der Mauer und dann noch ein Stück weiter raus. Und von hier aus verbinden wir das auch einmal auf der gleichen Höhe wie hier, also dass hier so ein Übergang ist und ziehen das dann einmal hier so entlang bis hier. Und dann hier auch einmal so weiter raus. Und dann kommen hier noch einmal Stufen dran. Und hier vor auch einmal, dass wir hier diesen über. Ah ne, beziehungsweise ne, die kommen sogar weg. Also dass es einfach nur so aussieht. Und hier haben wir dann dieses große Fenster und hier schließt das dann somit ab. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch ein paar Kleinigkeiten, die wir machen müssen. Einmal brauchen wir das Garagentor. Dafür habe ich Quarzsäulen genommen und die hier einmal so quer eingesetzt, dass wir hier dieses Garagentor haben. Unten einen Haken dran. Das sieht dann perfekt aus wie so ein Garagenhebel. Hier oben in diese Lücke habe ich komplett Gras reingesetzt. Also Grasblöcke. Ups. Alter, so Grasblöcke. So, und dann habe ich noch Tageslichtsensoren hier überall drauf gesetzt, damit das Ganze so ein bisschen höher ist, also höher als dieses Gras. Und die habe ich dann sogar noch grau gestellt, also damit, genau, dann sieht das Ganze hier so aus. Aber das ist eigentlich Geschmackssache. Ich dachte, das Grau, das passt irgendwie besser zu dem ganzen Haus, weil das ganze Haus so ein bisschen grau ist. Aber wenn ihr ein bisschen Abwechslung haben wollt, dann könnt ihr da auch einfach das Blaue lassen. Das finde ich sieht eigentlich auch richtig cool aus. Für mich war auch ein bisschen schwer zu entscheiden, welches ich jetzt nehme. Deshalb lasse ich einfach mal beide Varianten hier, nämlich das Blaue und dort das Graue. Und dann kommt hier oben nochmal hohes Gras rein. Weil, also das feiere ich immer extrem, wenn man hier oben irgendwie hohes Gras auf dem Dach hat. Ich weiß nicht, wenn man von unten guckt, das sieht irgendwie richtig cool aus. Also es scheint, das wirkt auch gar nicht mal so hoch von hier unten, sondern einfach, als ob das da so ein bisschen rausguckt. Und das finde ich richtig cool. Und dann habe ich hier hinten auf der Rückseite von der Garage auch nochmal Grasblöcke davor gesetzt, Holzfalltüren genommen und die hier dran gesetzt und zugeklappt. Und dann habe ich dort Pflanzen draufgestellt. Ich glaube, so eine blaue Orchidee habe ich draufgestellt. Und dann, ich weiß nicht, so eine rote Tulpe oder sowas. Genau, damit man hier auch so ein bisschen was an Grünzeug hat. Und genau, ansonsten war es das dann eigentlich schon mit dem Haus. Das ist komplett fertig. Und wie gesagt, ich finde, das ist ein richtig schickes, edles Haus mit einem schicken Design. Und wenn euch das Ganze auch gefallen hat, so wie mir, dann lasst mich das wissen, indem ihr einfach ein Like da lasst. Das wäre echt richtig cool.
Lasst ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ja, ich sage das jedes Mal, weil ich weiß, da gibt es noch ein paar Leute, die meine Videos gucken und noch nicht abonniert haben. Also, das wäre richtig cool. Ich wäre euch richtig dankbar, wenn ihr auch ein Abo da lasst. Und ansonsten würde ich einfach mal sagen, bis morgen, bis dann. Haut rein, meine Freunde. Ciao, ciao.